Jetzt gibt es eine ganz besondere Aufnahme aus dem Bürgerpark, und zwar die Fahrt mit der Marie übers Wasser. Ja. Helgoland ist gut besucht. Ist immer noch. Gastronomie, da muss man über Wochen vorher buchen, wenn man dahin will. Ja. Und genau sagen, zu welcher Uhrzeit. Ja. Da haben wir dann auch gleich nochmal vorher sind alles Kleinkind darstellen. Aha. Und auch rechts von den Kleinen über seine Hände. Da bin ich mal ein Händen. Kein Führerschein. Ah ja. Auch das so. Und angetrunken, wa? Das wusste ich gar nicht, dass da. Auf der Steuerbordseite. Ein Laubengang, Liebeslaube auch genannt, ein Eisengestell aus Handbuchen bewachsen, was zweimal im Jahr geschnitten werden muss. Das kleine Kürzchen oben bei Doktor. Entschuldigung. Beizubehalten, ja, und sonntags schon ab und zu mal ein paar Dummblicker drin spielen. Ja, dann können Sie hier noch schön die Sichtachse sehen von der Meierei Vorderansicht bis zum Parkhotel, wenn Sie dann auf den Terrassen stehen oder sitzen. Wie macht er das schon wieder nicht? Und schon geht die Stimmung los. Ne? Der vorne sitzt, das ist immer Window One, und hinten sitzt immer Window Two. Das wisst ihr, ne? Ich sehe schon die Denkmal. Wir haben ja die Haché-Brücke gesehen. Schwiegersohn von Herrn Bethchen, Josef Haché. Ja, Herr Bethchen war ein berühmter Kaufmann, Reeder. Ich hoffe, die Fahrt mit der Marie hat euch gefallen.